Schon vor Wochen hat der Stadtrat in Niederstetten einstimmig den Rücktritt von Bürgermeisterin Heike Naber gefordert. Auch die Mitarbeiter im Rathaus haben sich mit einem offenen Brief gegen eine weitere Zusammenarbeit mit ihrer Verwaltungschefin ausgesprochen. Seit Mitte Dezember ist die seit 2,5 Jahren amtierende Bürgermeisterin im Krankenstand. Die Mitarbeiter im Rathaus machen den Eindruck, als würden sie befreit arbeiten können. Das Vertrauensverhältnis zwischen Verwaltung und Bürgermeisterstellvertretern, aber auch Gemeinderäten, Ortsvorstehern ist gut. Ganz im Gegensatz zu dem mit der eigentlichen Chefin am Landgericht Ellwangen läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Urkundenfälschung und Falschbeurkundung im Amt. Die zweite Dienstaufsichtsbeschwerde ist vom Landratsamt nach wie vor nicht entschieden. Im Prinzip ist so, wir sind auf uns allein gestellt. Wir haben aber auch das Heft übernommen und es war auch dringend notwendig. Es ist ein Rechtsverfahren anhängig. Das müssen wir jetzt halt abwarten. Aber wir hätten uns schon gewünscht natürlich, dass vom Seiten des Landratsamts da andere Unterstützung kommt in die Richtung, dass man mal Fakten schafft und sagt, die Bürgermeisterin ist aus dem Rennen genommen, solange dass wir auch wissen, wie man hier verfahren kann. Kommt die Bürgermeisterin noch, kommt sie nicht mehr. Denn seit dem 15. Dezember hat man auf dem Rathaus außer Krankmeldungen nichts mehr von Heike Naber gehört oder gesehen. Ich bin von der Verwaltung angesprochen worden, ob ich die Sitzung im Dezember leiten kann, dass da die Frau Naber krank ist. Und seither hatte ich persönlich jetzt keinen Kontakt mehr mit ihr. Obwohl die Bürgermeisterin über ein internes Ratssystem nach wie vor über alle Beschlüsse und Vorgänge informiert ist, gibt es bisher keinen Versuch einer Kontaktaufnahme. Jetzt haben die Stellvertreter die verschiedenen Ämter unter sich aufgeteilt. Das funktioniert sehr gut, weil wir haben das auf 4 Schultern verteilt und jeder hat ein bisschen seinen Fachbereich. Wir müssen das auch machen, wir wollen das auch machen, dass in Niederstetten kein Stillstand ist und dass man auch nach außen die Bürger erkennen, dass die Geschäfte und die ganzen Amtsgeschäfte in der Stadt Niederstetten weitergehen in allen Bereichen. Der Zeitaufwand ist für die hauptberuflich tätigen Stellvertreter enorm. Harald Dietz beispielsweise ist nahezu täglich bis zu 8 Stunden im Rathaus zu finden. Wir wissen aber wohl, dass man, wo man den Schritt so gemacht hat, dass das nicht nur eine Sache von, also höchstwahrscheinlich nicht nur eine Sache von 3 Wochen ist. Man kann aber nur in kurzen Etappen immer planen, rechnen. Es kann ja auch sein, die Frau Naber kommt wieder. Und dann haben wir die Hauptsatzung so geändert, dass man halt trotzdem einen Einfluss weiternehmen kann. Die Stimmung beim Pressegespräch ist trotzdem positiv. Der Blick geht trotz aller Unsicherheiten und Schwierigkeiten in die Zukunft. Auf jeden Fall. Also gewisse Dinge sind auch angedacht, die sollen weiter betrieben werden. Zentraler Omnibusbahnhof im Bereich Sporthalle, Umschulungszentrum, dann gewisse Baumaßnahmen in der Innenstadt, auch durch private Investoren. Das alles soll weitergehen, aber auch neue Dinge angedacht werden, wie gewerbliche Weiterentwicklungen und Schaffung von Wohnraum. Das Gehalt von Heike Naber wird unterdessen übrigens, ganz im Gegensatz zum normalen Arbeitnehmer, weiter in voller Höhe von der Kommune bezahlt, inklusive Zulagen.